Hallo und willkommen zurück zu dem ja schnappigsten Arc Evolved. Mit mir der Selina und dem Tivan. Hallo! Hallo, wir befinden uns auf Crystal Isle. Und falls ich das falsch ausspreche, ist es meine Art. Okay? So, und zwar, wie ihr seht, wir haben das Kroko getamed und wir krokodilen jetzt mal los. Und leveln es jetzt auch ein bisschen, oder? Ja, können wir machen. Ja, ja, wie versprochen, ist gerade fertig geworden. Ja, ist frisch aus der Produktion. So. Ja. Ich würde überlegen, guck mal, lass uns doch den hier. Das erste Opfer. Huch. Ich stehe mir nicht vor den Füßen rum. Das greift den einfach keiner an, weil wir nicht hinkommen. Hä? Aber wieso können die uns so anspringen? Wieso können wir die nicht so anspringen? Nee, ich komme nicht. Okay. Ja, so Unterwasserkampf müssen wir noch lernen, ehrlich zu sein. Könntest du aufhören abzuhauen? Oh Gott, ich muss hoch. Ich bin. Meinst du, der verfolgt uns? So raus? Das glaube ich ja weniger. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn wirklich. Guck mal, wir haben den. Original kaum Schaden. Hast du ihn? Ja, noch nicht. Die Steuerung ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Krokos ja, im Wasser. Wasser jedenfalls. Oh, 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 ich glaube, ich habe ihn. Yay. Willst du ihn essen? Na komm, iss ihn. Weiß ich nicht, ich kriege ihn nicht. Mir geht's genauso. Okay, doch, jetzt habe ich ihn. Jetzt haben wir schon wieder. Alter, also mit Luft anhalten kann auch nicht viel, der Junge. Nee, natürlich, hast du es geskillt. Das ist ein Blutegel. Blutegel sind cool, die geben dem Chitin und so komische Blutgeränsel. Ich glaube, ich habe es erwischt. Die Frage ist halt nur, ob die Leiche jetzt auf den Boden gesunken ist. Oder ob ich es habe. Egal. Egal. So, mein Schatz. Ja, du bist jetzt frei. Was bin ich? Du bist jetzt frei und ungebunden. Du kannst mit deinem Koko Party machen. Zum Beispiel leckere Dodos essen. Hä? Hab ich ein Weibchen? Hä? Ja, deins ist weiblich. Und deins ist männlich. Oh, wir können Kinder machen. Oh, nicht also schon wieder. Unsere Kokos. Nicht schon wieder. Scheidung. So, Schade. Das ist ein Pterodon. Ich weiß nicht, ob ich so ein. Ja, der giftet ein bisschen. Nee, der gibt nur rohes Fleisch und Leder. Also der Frosch. Wo bist du eigentlich hin schon wieder? Hier. Na komm her, ha? Kann ich auch. Ich sehe sie nicht. Ach, ich hasse es. Manchmal ist es auch klüger, das Krokodil selber kämpfen zu lassen. Ja. So. Ja, wollen wir dann erstmal nach Hause und erstmal Seide farmen? Weiß nicht, aber Schatzi, könntest du bitte auf mich warten? Die haut einfach ab. Na, ich würde schon noch ein bisschen das Koko leveln wollen. Können wir ja dann sowieso, wenn wir dann unterwegs sind. Aber so haben wir wenigstens Kleidung, falls wir in Dingsgebiet kommen, weißt du? Da, siehst du den? Ja. Diesen Therizinosaurus. Lass uns den platt machen. Platt machen nicht. Oh hier. Sehr schön. Krass. Ja, was Schönes. Der ist hart. Lass mich den am besten zuerst anhauen. Der ist der ist stark. Flieh. Der ist halt. Ich doch schon. Ja.
Oh, warte. Ja, ansonsten. Schmutz. Hat aber gleich 4 Level bei mir gebracht. Ja, der aber hallo, der war, der ist auch richtig stark. Der, das ist zum Beispiel so ein Vieh gewesen, das hat damals das alte Krogo getötet. Okay, krass. Ja. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich geh spazieren. Seh dich. Ach, da hinten. Ich seh dich auch. Ich bin nicht weit weggegangen. Gucke mal, mein Kroko, eines Tages wird das alles dir gehören. Ah, herrlich. Das ist der große Teich. Oh, hier ist ja gleich der Obelisk. Ja. Deswegen sage ich doch, der steht voll im Wasser. Boah, wie geil. Was? Dino. Wow. Der Kroko ist erschöpft. Ah, okay, wenn er richtig erschöpft ist, ist da richtig viel Fleisch oder Fisch. Mhm. Na komm, hol dir. Ich, ohne Witz, also das Angreifen mit dem Kroko, das muss noch gelernt sein. Du sollst doch nur diese Ente. Komm, schaffst du. Wieso funktioniert das nicht? Der hat schon nichts mehr. Die ist halt auch einfach voll passiv, ne? Und versucht einfach nur wegzulaufen und nicht so. Naja, gut, komm. Ich lass dich leben. Scheiße. Was ist los? Das sind irgendwelche fliegenden Käfer. Ich krieg die ewig nicht platt. Jetzt. Nee, immer noch. Was hält denn der aus? Willst du mich verarschen? Der hält nichts aus. Du triffst den nur nicht richtig. Weißt du, was da wirklich hilft? Also wirklich, ungelogen, das hilft? Ja. Könntest du mal deinen Kroko bitte nicht auf. Der soll ja nicht alles wegfressen. Nimm das weg. Absteigen. Wieso nicht? Ja, der lootet alles. Ja, und? Wo ist das Problem? Das ist nicht gut. Wieso ist das nicht gut? Weiß! Oh Mann. Wieso ist das nicht gut? Was macht denn der? Oh, wir sind jetzt im Sumpfgebiet. Wie es aussieht. Kriegt den nicht. Jetzt. Da ist irgendeine komische Pflanze. Alter, wenn die immer abhauen, die Viecher, da ist Kokos halt so langsam, ne? Was ist das, irgendeine komische Pflanze? Ja, wo bist denn du schon wieder hin? Da hinten. Die, ich glaube, da kannst du heilen oder so. An diesen Pflanzen. Wen heilen? Dich. Die geben, glaube ich, Leben wieder. Die frisst mich nicht. Oder sie stirbt jetzt. Na, gefressen hat sie mich schon mal nicht. Also ich habe gelesen, irgendwie bei Scarlet Earth waren es weiße und lila Blüten, Pflanzen. Okay. Die musste man mit der Sense abmachen und hat dann Seide bekommen. Und ich habe direkt vor unserer Base, auf dem Weg zu dem Kroko, habe ich tatsächlich solche lila Blüten gesehen. Wollen wir mal gucken gehen? Wir wissen, ob da Seide rauskommt. Ja, können wir machen. Oh, warte auf mich. Du bist eh schneller wie ich. Darfst du nicht vergessen. Du bist dennoch besser. Also echt? Das Kroko ist besser. Ich auch. Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir lang müssen. Komm mit. Ich weiß es. Oh, da warte. Da unten. Die großen Fische geben, glaube ich, gutes Filet. Nee. Da hinten. Weil da hinten können wir den Fluss entlang. Dann müssen wir nur noch links abbiegen.
Hinten, da, ich sehe. Oh, da drüben sind das Raptoren? Sie ist jetzt nicht. Ja. Da, dieser, da ist noch eins. 74. Ja, Moment, mhm. Moos Level. Lecker Fisch. Na, ab hier müsste sich jetzt wieder auskennen. Oder? Mhm. Ich glaube ja. Ich glaub, das ist der blaue Kristall vor der Base. Ja. So, ich parke das Kroko stelle eine Sense her, weil ich glaube, ich habe meine irgendwann bei irgendeinem Tod verloren. Ah, Dinge passieren. Ah, herrlich. Schatz, ich bin zu Hause. Ja, ich bin auch gleich da. Achso. Ich komme von der anderen Seite. Oh yeah. Freut mich. Wollte ich sagen. So, das sowas kommt hier rein. So, was hast du denn alles? Das da. Das da. Das da, das da. Den Rest kannst du drin lassen. Brauchst du was zu essen? Och, ehrlich. Nein. Ach, das nervt, ey. Dass man die immer neu einstellen muss. Wen denn? Was denn? Die Kokos. Jetzt kommt der hier nicht hoch. Oh, nervt das. Hä, wieso musst du die neu einstellen? Das jedes Mal, wenn du was tamest, folgen die dir automatisch. Und wenn du das nicht abstellst, dann läuft er dir die ganze Zeit hinterher. Ja. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Achso. Das nervt also, dass du es vergessen hast. Hauen wir das ganze Zeug mal hier rein. Boah, ist das schon wieder lecky, ey, ehrlich. Ja, eben ging's bei mir eigentlich. So. Okay, ich wäre soweit. Ich brauche, wie gesagt, noch eine Sichel. Hast du eine Sichel? Nein, wie oft noch? Ich habe keine. Okay. Merkst du es dir aber heute auch nicht. Einer, da ist heute einer mit einem richtig guten Fuß aufgestellt. Warte. Nein, ich habe dir das vorhin schon mal erzählt, dass ich keine Sichel habe. Okay. Und ich war auch nicht zu Hause, um mir eine herstellen zu können. Hätte ja sein können, dass du doch eine gefunden hast. Oh, guck mal, da eine Sichel. Aha. So. Ah, nee, ich habe auch gerade ein bisschen Probleme. Hm. Was heißt, es ist so. Ja, ist doch okay. Auge. Du verstehst? Ja, ist okay. Willst du mitkommen? Jetzt? Oder? Nicht hast so? Du nicht gerade eine Sichel für mich hergestellt? Nein, für mich. Oh, diese Frau, wieso machst du das nicht zweimal? Oh, nee, die kriegen wir nicht mal groß. Statt sie für mich gleich noch eine mit herstellt. Naja, egal. Willst du mitkommen? Ja, wo bist du? Ich stehe am Ausgang und warte auf dich. Ach, du willst schon wieder mit dem Kroko? Oh, naja. Gott. Worauf denn sonst? Willst du Para? Willst du Para? Nee. Ich dachte, wir laufen mal zu Fuß. Okay. Aber ich wollte doch entleben, egal. Ja, komm. Du hast doch gesagt, dass das hier gleich ist. Ja, komm. Hier bei uns an der Base. Ja, ja. Ein bisschen zu Fuß ist auch nicht schlecht. Dann folgen mir bitte auch. Es laggt. Okay. Wo bist du? Da unten. Ich hoffe, die Piranhas werden sich jetzt zurückhalten und nicht Rache üben wollen. Dann holen wir die Krokos.
Also ich finde den Übergang vom Außenwasser zu gehen, könnten sie ruhig noch überarbeiten. Wieso? Na, weil er erst mal 5 Meter hoch springt, bevor er läuft. Naja, da musst du aus dem Wasser raus. Ja, jetzt stell dir vor, du würdest das als Mensch im Real Life machen. Du wurdest vergiftet. Ist hier noch einer? Oh, hier kommt Spinnen. Oder was das ist. Hier sind die Ameisen. Ciao. Ciao. Die Fliegenden sind ja irgendwie, glaube ich, die Männchen. Die geben Chitin, ne? Mhm. Und das auch nicht zu wenig. Knapp. Ja, 8 Chitin pro. Das ist jetzt nicht so. Ah, ist besser als nichts. So, warte. Ja, hab ihn gekackt. Was? Die waren hier irgendwo. Also irgendwo auf dem Weg zu dir zum Kroko. Habe ich die hier gesehen. Hier, da wo grün ist. Die läuft einmal im Kreis und dann hier da wo grün ist. Wow. Hm. Das ist der Plan. Muss schon ein bisschen suchen. Ja, jetzt, dass es dunkel wird, ist halt nicht so optimal, ne? Na, man wird ja wohl eine weiße Blume erkennen. Nee, diesen lila hier. Ach so, eine lila, da suchen wir. Ja. Hier sind ein Haufen lila, eine gelbe, weiße. Ja, du meinst diese Mischung. Ja, kann auch sein, weißt du nicht. Versuch. Hier. Wo, warte, warte. Ich weiß nicht, ob die lila. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Oh, ich schon da am Arsch der Welt, ehrlich. Und was ist mit dem Blauen? Ja! Ja! Oh ja! Seltene Schatz. Blume habe ich rausgekriegt. Seltene Blume. Hier, die Lilan. Ich lasse dir mal ein Büschel übrig, damit du das. Seltene Blume. Geil. Ich muss gucken, wo du bist. Also doch, die. Ach, die, ja, hier. Ja. Ja, warte, du darfst mal auch mal. Die extra so ein großes übrig gelassen, damit du das nicht übersehen kannst. Seide, 12 Seide rausgekriegt. Geil, oder? Okay. Ich hab Seide. Also, ja. Haben wir das nicht also, für, noch für andere drin gebraucht? Weiß ich nicht. Okay, ich habe ja jetzt etwas reichlich Seide. Und zwar 112. Das sollte doch eigentlich für eine Wüstenrüstung reichen, oder? Oh, hier ist noch. Hier, diese blauen kriegst du diese seltene Blume raus, ne? Ja, ich weiß, da haben wir 700 Stück. Echt? Habe ich schon gesammelt. Krass. Na, ich bin doch, während ich das Kroko getämt habe, bin ich doch im Kreis gelaufen. Nee, nicht das Kroko. Was hab ich denn? Doch, das Kroko. Da bin ich die ganze Zeit im Kreis gelaufen und hab das gesammelt. Krieg ich aus dir vielleicht Federn raus? Oh, das war jetzt ein komischer Übergang. Ich aus dir Federn raus. Okay. Jetzt zerlegt das gar nicht damit. Schere? Die Schere funktioniert auch nicht. Ja, tatsächlich richtig schild. Kann ich dir vielleicht Federn abschneiden bei lebendigem Bleibe? Also ich. Rupfen, du musst es rupfen. Geht auch nicht. Okay. Ich würde dann sagen, ich gehe nach Hause. Was machst du? Geh nach Hause. Ja, kannst du bitte auf mich warten? Ich bin ja auch noch ein bisschen am Farm. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nö, ich möchte, dass du motzt. Naja. Damit die Leute wo wissen, bist du denn schon wieder hin? Was ja. Ich jeden Tag rumschlagen muss. Und dann hat er auch noch daneben. Nee, ich habe eigentlich getroffen. Bei mir hast du geschrieben wie so ein kleines Schweinchen. Mhm. Schatzi, du weißt doch, du musst der Hydra alle 9 Köpfe gleichzeitig abschlagen. Aha. Weil wenn du nur einen abschlägst, dann wachsen gleich 2 weitere nach oder so. Naja. Warte, wir müssen glaube ich da lang. Sie weiß schon wieder nicht, wo wir sind. Eigentlich müsste sie jetzt komplett um 90 Grad nach links und dann einfach nur geradezu. Richtung den grünen. Na hier, der rot-blaue Kristall. Naja, einmal gerade durch.
einfach gerade durch. Ja, ja, jetzt, nachdem ich den Weg gezeigt habe, hätte ich jetzt auch eine große Fresse. Das hättest auch du sein können. Aha. Hier ist nochmal lila, willst du mitnehmen? Ja, ich bin Seide, kann nicht schaden. Oh, 24 Seide rausgekriegt. Machen die anderen das vielleicht auch? Ne, Fasern. Die bunten Blumen sind... Weil habe ich mir schon gedacht, dass die bunten Blumen Dings sind. Ja, du weißt, Dings halt. Wer kennt's nicht, Dings? Ja, Dings. Wer als letzter im Wasser wird, wird von Piranha gefressen. Also wirklich, weil sie folgen mir dann und dann... Egal. Wieso schwimmst du? Machst alles in Bewegungsgeschwindigkeit? Oh, ehrlich. Was? Du skillst doch nur Bewegungsgeschwindigkeit, oder? Nee. Eigentlich gar nicht, zur Zeit. Zur Zeit, okay. Also hast du alles, was du hattest in Bewegungsgeschwindigkeit. Soll ich dann Rüstung herstellen? Wüstenrüstung? Könntest du machen, ich schmeiß dir die Seite in die Werkbank. Brauchst du nicht. Kannst du doch aus deinem Inventar rausziehen. Nein, kannst du nicht so lange, wie ich lebe. Das sollte auch kein großes Problem sein. Ey, ich meine ja nur. Ja, ja. Diese Frau. So, Wüstenkleidung, da. So, dünn. Eins. So. Uns fehlen. Oh, für den Hammer Hut hätten uns tatsächlich Silizium, also einen dritten Hut hätten wir nicht herstellen können. Da hätten uns Siliziumperlen gefehlt. Haben wir immer noch keine? Was? Ich will kurz mal in die Beete. Nee, ach, das dauert ja ewig. Ah, stimmt, das dauert. Die müssen ja erstmal wieder ranwachsen, die Pflanzen. Übrigens, deine Rüstung ist fast fertig. Oh, nice. Aber ich glaube, die hat von den Rüstungswert her hat zu wenig, ne? Ja, klar, es ist halt eine Wüstenrüstung. Die hat Rüstung 40, die Schuhe. Aber weißt du, was mir nicht mehr ist? Nee, die hat sogar mehr. Ist ja krass. So, das hat 40, das Oberteil hat 20. Nee, die Hose, warte. Die hat sogar mehr Rüstung, Schatz. Die ist deutlich besser. Okay, dann können wir das Leder ja eigentlich wegklatschen, oder? Ja. Na, ich lasse es mal liegen, falls du oder ich sterben soll. 40? Ah, ja, hat doppelte Rüstung. Jetzt haben wir doppelte Rüstung komplett. Was? Ja. So, jetzt will ich mal gucken. Überhitzungsisolierung hat sie 25 und Unterkühlung 8. Uns ist ja schon gar nicht mehr heiß. Das heißt, ja, es ist richtig nice, die Rüstung. Geil. Cool aussehen tut er auch. Warte. Boah, geht. Fett. Voll geil. Läufst du weg? Yeah. Warte mal. So. Tschüss. Grüß dich. Tschüss. Das ist schon nice, ehrlich. Ja. Okay, so. Doch, wir können noch ein bisschen was. Ich würde sagen, wollen wir mal kurz hoch und, Obsidian farmen? Warte mal kurz, bitte. Aber ich glaube, ich laufe ein bisschen zu Fuß. Weil, ja, weil. Beziehungsweise will ich da oben mal hingucken. Mach doch nicht. Nee, das war... Doch. Das war die Richtung. Ja, das war die Richtung. Ja, wenn ich jetzt weglaufe, dann kommst du wieder nicht hinterher. Hä? Bist das du schon weg? Achso, ich soll hinterherkommen. Okay, warte, ich komme. Moin. Doch. Was willst du jetzt machen? Weiß ich nicht. Nein, ich will mal hinten bei Obsidian gucken. Weil da ja. Sind ja auch, unter anderem, sind da ja auch Raptoren und so. Und ich will mal gucken, Gott. Ob es da vielleicht auch ein paar andere Tierchen gibt. Werden also, wir vielleicht sterben? Ach, Schatzi. Du weißt doch. Also, ich habe dir die Geschichte von Ark erzählt. Ich habe übrigens nachgeschaut, was die Geschichte von Ark ist, weil mich das mal interessiert hat. Und hammergeil.
Und es ist halt echt schade, dass wir das so spät erst erleben. Weil wir sind ja eigentlich, also Crystal Isle ist ja schon, ups, ist ja schon ein komplettes, wir sind hier falsch. Wir müssen oben lang. Ist ja schon ein komplettes anderes Ding. Dings, Dings. Na, ist das nicht einfach nur eine Expansion-Map, Ja, was jetzt das ist so halt vom... eine extra Map. Guck mal, wie viel Metall wir hier haben. Das ist die Ja. beste Map ever. So, und hier müsste ja auch eigentlich Obsidian sein. Oh, guck mal, Fliegeviecher. Gib mir dein Chitin. 24 Chitin. Aus so einem kleinen Ding. Gib mir dein Chitin. So. Jetzt ist mein Ton komplett weg. Ah, das Ja. meinst du, ne? Ja. Krass. Soll ich das auch mal? Wo bist du jetzt eigentlich hin? Ich sehe dich Ich nicht. stehe hier, ich sehe dich. Nein. Hallo, hinter dir. Ah! Oh Gott. Voll erschrocken. Ja, wir sind, müssen wieder zurück. War das nicht in der Höhle mit den Obsidianen? Nee, da gab es auch so einen Vorsprung. Da war ganz, ganz viel. Das war unweit unserer Pause. Ist Wo das bist du? vielleicht hier schon? Ich bin weitergelaufen. Lauf eigentlich Ja, du komplett. solltest mal nicht so schnell einfach hier durchs Dickicht und ich verliere dich. Weil wenn jetzt hier ein Raptor kommt, dann die Raptoren machen uns trotzdem noch Aua. Nein. Ich sehe uns schon wieder loslaufen und unsere Sachen holen. Nein. Doch. Ich glaube, Schatzi, du wirst mich Ja. jetzt lieben. Also mehr als sonst. Aber wir laufen in die falsche Richtung. Aber so können wir uns mal ein bisschen umschauen. Guck mal, da ist noch ein größerer Fisch. Siehst du Ja, die das? Folge wäre auch bald zu Ende. Da hinten, ja, ich sehe das. Ja, und hier, wo ich hier weiter bin, war dieser komische rote Drache. Davon hatte ich ja den Kauno gezähmt gehabt. Guck mal, da hinten, das sieht interessant. Oh, siehst du das? Da ist da, glaube ich, das Wüstengebiet. Ja, und da ist ein großer Fisch im Wasser. Ein Megalodon. Ein Hai! Jep, die kannst du zähmen. Ja, das lassen sie aber nicht zu. Hast du gesehen? Die war schon mit einem Fuß runtergerutscht. Bist Die du wollte. runtergefallen? Nee, die wollte. Ich habe umgedreht, komm. Ja, wir Ah. müssen hier hoch. Nein, hier. Schräge. Oh Gott. Nee, das wär's jetzt gewesen. Na, ich weiß ja, da hinten siehst du den riesen Obelisken, da müssen wir hin. Es gibt nur einen Weg. Na gut, wir haben uns jetzt ein Sie bisschen müssen in umgeschaut. den Tod springen. Nein. Oh Gott. Wir können auch mal Wo? langsam anfangen, mit dem Teleportern zu bauen, weil wir haben eigentlich ressourcenmäßig. Ja, Schatz. Du bist Stopp. mein... Umdrehen. Da geht's in den Tod. Ja, eben. Wo bist du hin? Hier hoch Hier. wieder. Schade, kannst du mir nicht, kann ich Ihnen hier irgendwie Folgen auf, also kannst du nicht irgendwie Folgen auf mich machen? Nee, leider nicht. Wäre so nice. Beziehungsweise zum Glück nicht. Aha. Wir müssen irgendwie Hä? wieder hier runterkommen. Wir Oh sind nämlich Gott. hier hochgelaufen, siehst du? Da. Da sind wir hochgelaufen. Da geht's wieder runter. Da geht's nach Hause. Links. Nein, warte. Da fliegt Schatz, irgendwas. Schatz. Ja, ich weiß, dass es da nicht lang geht. Ich habe das schon Nein, letzte. nein, Schatz, Zeit. Das merkst du aber Ja, nicht. dann ist die Folge halt mal länger. Da freuen sich die Leute auch nur. Ah, ich muss dann aber auch los, bald. Das ist ja dein Problem. Hä, wieso ist mir plötzlich wieder heiß? Ja, normalerweise wären es jetzt wahrscheinlich richtig heiß. Ja, aber ich habe eine Wüstenrüstung an. Ich hab die Wüstenrüstung. Meinst du, davor bist du jetzt komplett geschützt? Ja. Nein. Wieso nicht? Ich will das aber. Darum nicht.
Ja, aber pff. Was du willst, das zählt nicht. Ja, ich weiß. Überall. Und immer. Jederzeit. 24/7. Okay. Das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ja. Bye, bye. Also bis dahin. Ciao, ciao. Hey, super, dass du bis zum Ende geguckt hast. Das freut mich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Dann ist doch ein Daumen nach oben da. Und abonniere den Kanal, wenn du das nicht sowieso schon getan hast. Ansonsten geht es hier zu der Folge von Tivan und hier zu einem anderen Projekt von mir, das dir sicherlich auch gefallen wird.